So, auf solchen Konferenzen sitzt man ja immer viel rum in stickiger Luft und isst auch sehr viel, aber der Helmut Hummel ist dafür bekannt, dass er noch ein bisschen mehr macht, auch wenn er auf dem Camp ist. Ja, also ich habe jetzt ein neues Hobby entdeckt und das ist Laufen. Und es gibt noch viele andere Typ-1-Reiler, die das auch als Hobby haben. Und wir versammeln uns lose, zum Beispiel auf Strava. Da gibt es eine Gruppe Typ-1-3. Strava ist diese App, mit der man als Radfahrer oder Läufer seine Runden aufzeichnen und messen kann. Genau, Strava ist so ein Dienst eigentlich mehr, der auch eine App hat, wo man aufzeichnen kann, welche Aktivitäten man macht. Also nicht nur laufen, sondern auch Fahrradfahren oder Schwimmen. Aber in der Typ-1-Gruppe, ja, da gibt es auch viele Fahrradfahrer, aber auch viele Läufer. Und irgendwann hat sich so ein Hashtag etabliert, T3 Runners. Und dann kann man seine Aktivität mit diesem Hashtag taggen, zum Beispiel auf Strava oder auch, wenn man irgendwas Tolles gemacht hat, irgendwie gelaufen ist oder an einer Veranstaltung teilnimmt, dann auch gerne auf Twitter oder anderen Social-Media-Kanälen, dass man das mit Hashtag T3Runners taggt, dass man das so ein bisschen verfolgen kann, was die anderen in der Typ-1-Community so an Aktivitäten machen. Also auch wenn ihr jetzt von der Tastatur aufsteht und in den Wald geht, habt ihr noch die Möglichkeit, an der Community teilzunehmen. Und ich glaube, der Helmut muss jetzt auch laufen, um die nächste Session zu kriegen. Vielen Dank trotzdem für das kurze Interview. Ja, sehr gerne und viel Spaß beim Laufen. Wir sehen uns beim nächsten Marathon.